Und wir haben auch einige Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch in späteren Zeiten, welche in solchen Situationen, wo sie gefoltert wurden, auf schlimmste Weise, ja regelrecht ihre Körper zerschnippelt wurden, trotz alledem standhaft geblieben sind. Ein Beispiel ist das Beispiel von dem Sahabi Habib ibn Zayd al-Ansari. Habib ibn Zayd al-Ansari, er wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Musaylima al-Kadhab geschickt. Wer war Musaylima al-Kadhab gewesen? Es war ein Lügenprophet, der in Medina erschienen ist und der behauptete, dass er ebenfalls Prophet sei wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte ihn als Boten zu ihm. Und als er bei ihm ankam, fragte Musaylima ihn: "Atashhadu anna Muhammadan Rasul?" Bezeugst du, dass Muhammad ein Gesandter ist? Woraufhin er sagte: "Ja." "Atashhadu anni Rasulullah?" Und bezeugst du, dass ich auch ein Gesandter Allahs bin? Oder der Gesandte Allahs bin? Woraufhin Habib ibn Zayd jedes Mal, wenn er das fragte, was sagte und was antwortete: "La asma", ich höre dich nicht, ich höre dich nicht. Ich verstehe nicht, was du sagst. Also ein auf dumm getan. Und jedes Mal, wenn er dies sagte, haben sie einen Teil seines Körpers amputiert. Sie haben ihn so lange regelrecht zerschnitten, bis er zu seinem Schöpfer zurückgekehrt ist. Er hätte theoretisch in solch einer Situation was machen können. Er hätte theoretisch auch diese Ruchse annehmen können. Aber er hat diese Erleichterung nicht angenommen, weil in dieser Situation wollte er zeigen, dass er ein stolzer Muslim ist. Und es gibt manchmal Situationen, wo es wirklich wichtig ist, auch diesen Stolz zu zeigen. Es gibt noch eine andere schöne Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen werde, weil wir sonst nicht vorankommen werden in unserem Stoff. Aber Situationen, wo auch mancher verlangt ist von dem Muslim, dass er standhaft bleibt. Aber er hätte theoretisch diese Ruchse annehmen können. Und das zeigt noch einmal, wie fest diese Menschen, ob Männer oder Frauen, in ihrem Glauben gewesen sind und dass sie nichts, auch wirklich gar nichts von ihrem Glauben abbringen konnte. Aber der Druck, er wuchs. Und immer wieder kamen die Muslime zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Willst du nicht endlich Allah bitten, dass er an unserer Seite steht, entschuldigt? Willst du nicht endlich Allah bitten, dass er dem ein Ende setzt? Können wir uns nicht in irgendeiner Weise wehren? Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte noch nicht die Erlaubnis gehabt, sich zu wehren. Die Erlaubnis, sich zu wehren, kam erst wann? Kurz vor der Hijra. Surat al-Hajj. Udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Denjenigen, welche bekämpft werden, wurde erlaubt, die Erlaubnis erteilt. Die Erlaubnis zu was? Das wird hier nicht erwähnt, aber es ist klar. Sich zu wehren. Weswegen? Weil sie unterdrückt werden. Weil ihnen Unrecht geschieht. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Macht dazu, sie auch wirklich zu unterstützen und sie zum Sieg zu führen. Das war wahrscheinlich während der Hijra gewesen, nach Medina. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch überhaupt keine Erlaubnis, sich zu wehren. Und wieder sehen wir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hält sich an das, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt. Er überschreitet nicht die Grenzen Allahs. Und jetzt, nachdem immer wieder die Muslime zum Propheten kommen, offenbart Allah subhanahu wa ta'ala eine sehr wichtige Sura offenbart. Alle Suren des Korans sind wichtig. Aber diese Sure ist besonders wichtig. Und dementsprechend hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam von uns verlangt, diese Sure jeden Freitag zu lesen. Welche Sure ist das? Sure al-Kahf. Diese Sure wird in dieser Situation offenbart. Und sie beinhaltet drei Geschichten. Es gibt noch einige Geschichten mehr, aber drei Grundgeschichten. Die erste Geschichte ist die Geschichte, welche dieser Sura ihren Namen gegeben hat. Nämlich welche? Die Geschichte der Leute der Höhle. Der Jugendlichen, welche in einer Höhle gewesen, Ashab al-Kahf.
Und diese Geschichte beschreibt genau die Situation, in der sich die Muslime selbst befunden haben. Die Muslime wurden verfolgt, genauso wie die Ashab al-Kahf verfolgt wurden. Die Muslime mussten sich im Haus von Al-Arqam, Ibn Abi al-Arqam verstecken. Und wir hatten auch vor, glaube ich, 2 Unterrichten und Einheiten erklärt gehabt, warum gerade das Haus von Al-Arqam, Ibn Abi al-Arqam. Gibt es viele Gründe für. Sie mussten sich verstecken, damit sie dort ihren Glauben lernen können. Ähnlich wie die Ashab al-Kahf, welche sich in einer Höhle verstecken mussten. Mit anderen Worten, sie mussten mit ihrem Glauben fliehen. Und wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt die Situation der Ashab al-Kahf. Und interessant ist, wie die Geschichte der Ashab al-Kahf ausgeht. Wir können natürlich jetzt nicht die gesamte Geschichte erzählen, aber wie geht die Geschichte aus? Was geschieht am Ende dieser Geschichte? Nachdem sie in der Höhle sind und dort über 300 Jahre schlafen, was geschieht? Sie wachen auf und was ist? Plötzlich hat sich alles geändert. Es hat eine Veränderung stattgefunden. Plötzlich sind die Menschen gläubig. Die Menschen haben den Glauben angenommen. Sie sind am selben Ort, wo sie vorher gewesen sind. Nur einige Jahrhunderte später und schon hat sich die gesamte Situation verändert. Und was sagt mir das als Muslim, wenn ich in solch einer Situation bin? Und es gibt Muslime heutzutage, die befinden sich in solchen Situationen. Und dementsprechend, den Koran, den kann man auf all, der ist heutzutage für die Muslime genauso aktuell wie damals. Weil der Koran, er bezieht sich auf Leute und er spricht Leute an, die unterdrückt werden. Er spricht aber auch gleichzeitig Leute an, die in einer Situation leben wie wir. Und er spricht auch gleichzeitig Leute an, welche in einer Machtposition sind. Und dementsprechend die anderen Geschichten, welche wir in Surat al-Kahf haben, sind unter anderem die Geschichte von Musa und Al-Khidr. Und was lernen wir? Was ist die wichtigste Lehre, welche wir aus der Geschichte von Musa und Al-Khidr entnehmen können? Was ist diese gemeinsame Lehre? Das mit dem Schiff, das mit dem Jungen, der getötet wird, das mit der Mauer, die errichtet wird. Was ist das bindende Glied all dieser drei Geschichten? Dass die Dinge nicht immer so erscheinen, wie sie wirklich sind. Das ist doch genau das. Musa alayhi salam, er sieht etwas, was nur äußerlich ist. Aber er sieht nicht, was dahinter steht. Weder beim Schiff, noch bei dem Jungen, noch bei der Mauer, die errichtet wird. Und was macht Khidr alayhi salam? Khidr alayhi salam, er erklärt ihm, was das Wissen ist, was er nicht hatte. Sodass jetzt alles, was Al-Khidr alayhi salam getan hat, plötzlich Sinn macht. Und die Gläubigen in solch einer Situation, sie stellen sich genau diese Frage. Wir befolgen doch die Wahrheit. Das ist doch der Gesandte Allahs, der unter uns ist. Wieso werden wir dann verfolgt? Wieso werden wir unterdrückt? Warum kommt nicht endlich der Sieg? Warum kommt keine göttliche Unterstützung? Und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, 5 Jahre in Unterdrückung zu leben, ist nicht einfach. Und es kommen noch 8 weitere Jahre hinzu. Das ist mehr als ein Jahrzehnt. Das kommt für den Menschen, der sich mittendrin befindet, wie eine Ewigkeit vor. Wie wir auch wissen und wie wir auch selbst immer wieder erleben in unserem Leben, schöne Situationen vergehen relativ schnell, oder? Ich bin im Urlaub, die Zeit vergeht schnell. Aber schwierige Situationen vergehen wie eine Ewigkeit. Du hast das Gefühl, die endet überhaupt nicht. Kann ein einziger Moment sein und du hast das Gefühl, es handelt sich hier um Stunden, obwohl es nur ein einziger Moment ist. Und wie gesagt, diese zweite Geschichte, die Allah Ta'ala in dieser Situation offenbart hat, ist eine Geschichte, die nochmal den Gläubigen was sagt? Die Situation ist nicht immer so, wie ihr glaubt. Es geschehen Dinge im Hintergrund, die ihr gar nicht kennt, die ihr nicht sehen könnt. Und dementsprechend habt Geduld. Und das gilt auch für uns alle. Das gilt auch für uns alle. Manchmal geschehen Dinge in der Welt, wo wir sagen, wann kommt endlich die Unterstützung Allahs? Wann ändert sich die Situation in der islamischen Welt? Wann hat das Leid im Jemen, in Syrien, im Irak, ja, diese ganze Unterdrückung in Palästina und so weiter, und wann hat das endlich ein Ende? Und Allah Ta'ala, er offenbart diese Sura mit dieser Geschichte und zeigt uns auf, manchmal sind die Dinge anders, als ihr sie seht, weil ihr nicht wisst, was
noch geschieht im selben Moment. Und dann kommt die dritte Geschichte der Hauptgeschichten von Surat al-Kahf. Und das ist welche? Von Dhul-Qarnayn. Und worum geht es in dieser Geschichte von Dhul-Qarnayn? Um einen Herrscher, der Macht hat. Warum erwähnt Allah Ta'ala dies? Weil er ihn aufzeigen möchte. Aus der Unterdrückung kann auch was werden? Kann auch irgendwann einmal was werden? Eine Situation, wo die Muslime in der Machtposition sind. Ihr müsst euch nur gedulden. Wichtig ist einfach, dass Allah Ta'ala den Muslimen in dieser schwierigen Situation der Unterdrückung jetzt Hoffnung gemacht hat. Und deswegen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir dürfen niemals aufgeben.